Ach so, weil ich... Weil ich keine... Ja. Die errichten da neue Obelisken und hier einen neuen Marktplatz. Weil ich einfach keine Basiseinheiten hier habe. Das sind ja alles Helden und auf Helden wirkt keine Bronze. So, du schnappst dir die Reliquie und bringst sie auch gleich weg. Und die haben sogar ein befestigtes Dorfzentrum hier. Also ja, die halten sich ziemlich stark zurück, was das angeht. Also was den Angriff anging. Also von Gapis habe ich noch gar kein einziger Angriff bekommen. Ja, du kannst da ruhig vorbeigehen. Du hast eine viel zu hohe Durchschlagspanzerung, als dass dir die Festung was anhaben könnte. Wir verlieren aber trotzdem Einheiten. Wahrscheinlich durch die befestigte Zitadelle hier. So, hat Zitadelle verloren. Na komm, du Priester, nerv nicht. Wir wüten hier wirklich schon ein bisschen wie Verrückte als Atlanta. Castors Truppen, ja. Wir haben die vierte Reliquie für Atlantis erobert. Und Mission gewonnen. Was? Arkantos! Sie haben die Reliquien erobert. Ja, nehmt eure letzten Männer und segelt nach Griechenland. Ich kann mein Volk jetzt nicht alleine lassen, Arkantos. Amanra, die Armee der Atlanta wird von meinem Sohn angeführt. Castor, warum sollte Castor uns angreifen? Er wurde getäuscht. Ihr müsst ihn finden. Er hat schon eine Armee wie diese gegen die Nordlande geführt und segelt nun zurück nach Griechenland. Sucht ihn dort. Jo. Damit geht's wieder zurück nach Griechenland. Ins nächste Szenario. Auf dem Olymp. Zur rechten Zeit, Castor. Die Soldaten, die den Ägyptern eine Lektion erteilen sollten, sind wieder da. Und die Griechen in Sikios? Euer Plan hat funktioniert. Die Truppen der Wikinger und Ägypter haben die Stadt vor 2 Tagen verlassen. Sie müssen von euren Angriffen auf ihre Heimat erfahren haben. Gut. Die Stadt sollte nun kein Problem mehr sein. Noch eines, Castor. Unsere Späher haben eine weitere Pforte des Uranus in der Nähe ausgemacht. Sie könnte uns hinter die griechische Front führen. Vielleicht wollt ihr den Angriff durch die Pforte anführen. So sei es. Machen wir uns bereit. Wo sind wir? Selbst Krios ist nicht unfehlbar. Diese Pforte hat uns auf den Olymp gebracht. Hauptmann, wir können nicht denselben Weg zurückgehen. Ich kann nicht glauben, dass wir auf dem Olymp sind. Wie konnte Krios sich so irren? Wir müssen uns bis zum Gipfel des Olymps durchkämpfen. Wir haben keine Wahl. Skopos? Es heißt, auf dem Olymp gelten andere Regeln. Die Gestalt eines Menschen kann sich hier laufend ändern. Bringen Sie Castor mindestens seinen Soldaten zum Tempel nördlich ihrer Ausgangsposition. Jo. Wenn ich da nämlich eine Einheit hinbringe, wird sie zu einer mythischen Einheit. Wir verwandeln unsere Soldaten in unterschiedliche mythische Wesen. Osto, es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Nur wie weit wir davon Gebrauch machen, ist eine andere Sache. Hier können wir zum Beispiel eine Valkyre aus einem der Fanatiker, nein, aus einem der Momillos machen. Und was für Ziele haben wir? Bringen Sie Castor zu dem mit dem Verfahren gekennzeichneten Bereich.
Jede ihrer Einheiten aus der Kasse kann in der Nähe des olympischen Tempels wiederholt in verschiedene mythische Einheiten verwandelt werden. Setzen Sie Ihre Armee aus mythischen Einheiten dazu ein, Castro beizustehen. Zerstören Sie alle Schreine, auf die Sie stoßen, um zusätzliche Geschenke der Götter zu erhalten. Ja. Skopos? Yuji. 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 Eigentlich ist die Mission geradezu dazu prädestiniert, dass wir alles in Einheiten verwandeln. Vor allem, weil die Gegner alle menschlich sind. So. Jedenfalls größtenteils menschlich. Und ja, wir müssen den Tempel der Götter hier oben erreichen. Weil hier auch der Zugang raus ist. Also ja, ein paar Heiler haben zu haben und ein paar mythische Einheiten, die ordentlich draufhauen. Warum auch immer hier ganz normale griechische Einheiten auf dem Olymp sind. So, ihr donnert den Tempel hier zusammen. Und ja, wir haben endlich mal wieder eine etwas schnellere Mission wahrscheinlich. Und einen Blitz. Zwei göttliche Blitze geschenkt. Beziehungsweise zwei. Skipan? You see? Die lass mal gehen. So, jetzt schlagen wir hier die Holzmauer ein. You see? You see? Es lost. You see? You see? Osto. Epporofrost. Und machen erstmal die Jungs hier platt. Die einfach mal so gegen die Mauern geworfen werden und sie noch mehr demolieren. So, haut die das Tor kaputt. Bevor wir Griechenland verließen, gab ich Befehl, uns Verstärkung zu schicken. Wir müssen die Olympische Pforte halten, damit sie uns erreichen. Bringen Sie Castro zum Gipfel des Olymps. Sie haben verloren, sobald einer der Beflagten... Die Hindernisse, die vor uns liegen, brauche ich die starken unterschiedlicher mythischer Wesen. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Skopos. Jo, Elite Momulus. Die lasse ich mal. Hey. Wo kommt ihr denn her? Ich wollte die eigentlich so lassen, wie sie sind, aber scheinbar ist mir das nicht vergönnt. Einen haben wir nämlich gerade schon verloren. Dann machen wir mal zwei zu solchen Einheiten, zwei zu solchen Einheiten. Und ja, der Zugang zur Unterwelt da oben wird angegriffen. So. Ich würde aber erstmal gern noch schnell den Tempel hier einhacken. Und ja, da kommen sie so schnell nicht durch. Genau, wirf ihn mit seinem Pferd irgendwo hin. Jetzt noch die hier oben. Und ja, hier könnten wir Manticores machen. Manticores und Hydren. Nachdem wir den Tempel hier zerstört haben. Uns wurde der göttliche Zauber des Fluchs gewährt. Ja, wir können jetzt eine kleine gegnerische Truppe in Schweinchen verwandeln. Sehr schön. Und ja, das sind die Wächter des Olymps.
da ich viel zu viele Valkyren habe, werde ich wahrscheinlich 2 Valkyren in Manticores verwandeln und 2 Ogre. 2 Zyklopen. Ogre, falsches Spiel. 2 Zyklopen wahrscheinlich in andere, in Hydren. Einfach, dass wir eine bunte Mischung haben. Oh. Hey Jungs. Tschüss. Epora Frost. Ein Geschenk der Götter. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Jo. Und Verstärkung. Gut, da müssen wir ja gar keine Einheiten umwandeln direkt. Oh. Transportschiff, nicht gut. Hier könnten wir zum Beispiel mal die Pest anwenden. Nicht die Pest, den Fluch. So. Ihr drei werdet jetzt zu Manticores. Ihr zwei zu Hydren. Ich sagte, ihr drei werdet zu Manticores. Oh, und Castor ist ein bisschen kaputt fast. Sag bloß, da muss doch nicht immer Castor dabei sein, oder? Ups. Wenn wir die Ausbildungsstätten der griechischen Soldaten vernichten, können wir sie aufhalten. Toll, jetzt habe ich noch 2 Valkyren, das heißt, ihr beide geht zurück und werdet wieder Valkyren. Und dann wird es Zeit, dass wir uns mal eine Minute nehmen oder so und uns hochheilen, sobald wir hier die Ausbildungsgebäude los sind. So, ihr zwei werdet bitte Valkyren. Und noch mehr Verstärkung. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Ihr drei werdet wieder zu Ogern. Und irgendwie hat uns der Gegner wieder warum klappt das nicht immer? Es heißt, dass kein Sterblicher den Olymp betreten darf. Wir werden es bald wissen. Mark. Vielleicht sollten wir auf Verstärkung warten, bevor wir versuchen, den Gipfel zu erstürmen. Ja, ziehen wir mal alle Einheiten zurück hier. So, danke, dass ihr euch jetzt endlich verwandelt habt. Oh, da kommt eine ganze Amite-Armee. Und sogar ein Held. Ein Held ist gut. Da kommt eine ganze Heldentruppe. Die Gott sei Dank nicht respawnen. Also ja, ich wusste, dass Helden kommen. Hier ist etwas auf der Insel. Burek,
Und da ist schon wieder so eine verdammte Skilja. So. Verstärkung ist eingetroffen. Yuji?